Ich stelle das Ganze senkrecht und dann habe ich einmal die Morgensonne, die morgens den Strom produziert, mittags ist dann weniger, ist aber egal, da produzieren die anderen und abends dann wieder. Da geht es halt um die Doppelnutzung auf der Fläche, auf der einen Seite mit Landwirtschaft, auf der anderen Seite mit Photovoltaik. Wenn wir die Flächen komplett mit so einem System verbauen würden, würden wir den Gesamtstrombedarf in Deutschland decken. Und wir hätten die Flächen wieder für die Nahrungsmittelproduktion frei. Ne? Leute, habt ihr das gerade gehört? Moin, liebe Leute, wir sind wieder hier unterwegs mit Money for Future und heute haben wir ein richtig geiles Ding auf dem Schirm und zwar einen Solarzaun bzw. Agri-PV. Da habe ich mit dem Geschäftsführer telefoniert, in einem PV Magazine, überall durch die Presse ging das. Also jeder Hausbesitzer, der einen Zaun bauen möchte, kann sich für nicht viel Aufpreis, wenn ich es richtig verstanden habe, auch einen Zaun bauen, der Solarstrom produziert. Mega cool, und jeder Landwirt kann sich auf die Felder diese Solaranlagen bauen. Also einfach nur genial. Was ich auch noch sagen wollte, der Marc Gesecker, das ist der Mann mit der Drohne, dieser Solardrohne. Also ihr seht hier in dem Video dann auch so ein paar Einspielungen von oben, so Drohnenaufnahmen und so. Der kontrolliert ja eure Solaranlagen, wenn eure Solaranlagen kaputt sind. Wenn ihr das Gefühl habt, da könnten Zellen kaputt sein oder so, hat er eine Wärmedrohne, mit der er das alles Seile macht. Und der unterstützt uns heute hier bei dem Video. Deswegen habe ich gesagt, mache ich ihn hier auch mit rein. Richtig cooler Typ. Also schreibt mir gerne eine Nachricht oder geht einfach bei ihm auf die Internetseite. Packe ich euch einen Link in die Videobeschreibung. Und dann könnt ihr von ihm eure Solaranlage überprüfen lassen. Also, bis denn. So, richtig geil, wir sind angekommen. Hier im Hintergrund seht ihr das schon. Und wir haben hier eine Schnellladesäule am Start. Das heißt, wir können hier sogar laden, obwohl wir es eigentlich gar nicht müssen, weil wir gerade an einem Ionity noch kurz geladen haben. Mega cool. Also so muss das sein. Überall, wo man ankommt, an den ganzen Unternehmen, müssen einfach Ladesäulen stehen. Ob das jetzt 11 kW oder 50 kW ist, vollkommen egal, ob da man kann laden. Und ihr seht hier auch schon, der Marc steht hier mit seinem fetten Auto und der hat seine Drohnen natürlich auch wieder am Start. Moin Marc, er sieht uns nicht. Hier, ich wink mal einmal. Naja, okay, schalten wir aus. So Leute, jetzt haben wir hier reingesteckt. Jetzt lädt das Auto noch mal ein bisschen voll und jetzt gehen wir mal hin und gucken uns das mal an. Zum Glück ist es so eine angenehme, kühle Temperatur hier bei 33 Grad im Schatten. Also hoffentlich, ach guck mal, da steht er schon. Moin Sascha! Das ist unser Interviewpartner, das ist der Geschäftsführer hier von Next to Sun und der wird uns jetzt mal ein bisschen was über den Stromzaun erzählen, hoffe ich, ne? Moin Sascha! So, moin Sascha! Schön, hey, schön, dass das geklappt hat. Normalerweise wohnst du irgendwie in Norditalien oder so und heute bist du zufällig mal dann in der Nähe von Osnabrück gewesen. Hey, ja, ganz zufällig nicht. In der Tat komme ich vom Lago Maggiore, bin aber eigentlich die ganze Woche über eigentlich immer in Deutschland unterwegs. Ihr habt den Zaun hier entwickelt, also beziehungsweise den Agri-PV-Zaun und für mich ist das ja beide dasselbe, Zaun oder Agri-PV, also sieht beides für mich aus wie ein Zaun, du bist da aber anderer Meinung, glaube ich. Was ist denn der Unterschied? Ja, der Unterschied ist, das, was wir da drüben sehen, schauen wir uns gleich an, ist halt sozusagen eine PV-Anlage für die Freifläche, ne, wo man in relativ großen Dimensionen baut. Wir haben jetzt einen Park zum Beispiel mit knapp 11.000 Modulen gebaut, was ja dann doch schon ein bisschen was ist sozusagen. Ja. Ne? Und da geht es halt um die Doppelnutzung auf der Fläche, auf der einen Seite mit Landwirtschaft, auf der anderen Seite mit Photovoltaik. Bisschen durch ökologische Aufwertung der Fläche dann auch noch verbunden. Cool. Und das ist so die Idee an dem Konzept. Das ist auch das, was wir als allererstes hatten. Die initiale Idee dafür hatte mein CEO Heiko. Der hat dabei weniger an die Doppelnutzung gedacht, sondern mehr auch an die Stromerzeugung. Ne? Der hatte sich nämlich einfach nur Gedanken gemacht, wie schaffen wir es, Photovoltaikstrom nicht nur mittags zu haben. Ne? Ja. Wir haben ja inzwischen in Deutschland 60 Gigawatt in der Fläche. Ja. Aber wenn man sich das kann man sich zum Beispiel auf Agora gut angucken, ne? Die produzieren halt nur mittags. Ne? Du hast so eine Glockenkurve, der geht morgens irgendwann hoch, mittags der Peak, dann geht es wieder runter. Und das war's. Mehr PV-Strom haben wir nicht. Und die Idee, die Heiko hatte, war halt zu sagen, ich stelle das Ganze senkrecht. Ja. Und dann habe ich einmal die Morgensonne, die morgens den Strom produziert, mittags ist dann weniger, ist aber egal, da produzieren die anderen und abends dann wieder. Ne? Das war die initiale Idee und das wird, glaube ich, auch in den nächsten Jahren, wenn wir jetzt stärker die konventionellen Kraftwerke abschalten, dann wird das auch sehr viel wichtiger sein, ne? dass wir einfach es schaffen, erneuerbare Energien, das Angebot zu verbreitern über den Tag. Ne? Ja, und das kann ich auf jedes Feld im Grunde hinstellen, wo Platz ist. Schon, genau. Ja. Ne? Ich meine, das ist, sage ich mal, jetzt, heute gibt es da einige regulatorische Herausforderungen, ne? Weil das Thema Agri-Photovoltaik
so nennt sich diese Doppelnutzung, gab es bisher nicht. Ne? Und es gibt jetzt erste gesetzgeberische Initiativen dazu. Ja, und auch Förderungen, ne, und sowas. Ja, genau. Aber das ist halt alles noch in den Kinderschuhen. Ne? Bisher alles, was an Gesetzgebung gemacht wurde, stellt auf konventionelle PV ab. Und da hat man sicherlich auch aus gutem Grund gesagt, das machen wir nur im Randstreifen von der Autobahn oder auf Flächen, die wir sowieso nicht richtig nutzen können. Ja, aber ich kenne viele Landwirte, die sozusagen die Dächer schon voll haben, genau, und die aber gerne noch mehr Strom machen würden, genau, weil sie vielleicht gar nicht so große Dachflächen hatten. Ja, und da ja, könnte ich dann noch so zum Beispiel. Und jetzt dann, genau, lass uns den mal angucken, oder? Hätte ich Bock. Gerne. Alles klar, bis gleich. Gut. So Leute, jetzt sind wir hier mal vor diesen Zaun gegangen. Ihr seht hier schon ein bisschen von euch so eine Plakatwand. Können wir vielleicht auch gleich nochmal einblenden, ein paar Sachen. Ja. Das hier ist der Solarzaun oder Agri-PV. Ich darf es eigentlich nicht Zaun nennen. Du darfst es so nennen, das ist okay. Du darfst das. Falls ihr hier was im Hintergrund hört, das ist der Marc, der eigentlich die Rehkitze in der Zeit rettet. Der hier gerade ein paar Aufnahmen für uns macht. Der aber auch eure Solaranlage kontrolliert und guckt, ob die Zellen in Ordnung sind. Also den hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Da könnt ihr euch gerne an mich wenden, falls ihr da Bedarf habt. Und ja, Sascha, du hast gesagt, hier mit dem Zaun, den kann ich überall hinstellen. Und damit kann ich am besten morgens und abends Sonne, genau, produzieren. Und da, wo ich genau am meisten habe, nämlich bei den normalen Solaranlagen mittags, da kommt der hier dann gar nicht so zum Tragen, sondern da, wo die Sonne, genau, gar nicht drauf ist. Da haben wir nur ein bisschen Stromproduktion, 20-25% und halt, ja, insgesamt, ne, wir verbreitern das sozusagen über den Tag. Ne? Das war die Idee, die der Heiko damals damit verfolgt hat. Wie gesagt, es ging sehr klar natürlich dann einher damit, was wir gleich gesehen haben, dass natürlich Platz sparen, da geht es nicht. Ne? Ich stelle alles senkrecht. Ich brauche bei den Anlagen, die wir in der Freifläche bauen, halt weniger als 1% der Fläche, mhm, und habe halt einfach die Möglichkeit, die Reihen nebeneinander so weit auseinanderzustellen, dass ich die auch dann richtig weiterhin als landwirtschaftliche Fläche bewirtschaften kann. Ne? Ja, richtig gut. Und was habt ihr hier für Zellen drin, wenn ich mal fragen darf? Das ist in der Tat, sage ich mal, die Herausforderung. Ne? Ich meine, wenn wir sowas aufstellen, typischerweise machen wir das mit Ost-West-Ausrichtung, wie ich erklärt habe, ne? Wo morgens die Sonne auf der einen Seite steht und nachmittags auf der anderen Seite. Und das nennt man, Leute, das nennt man bifaziale Module, genau, die von beiden Seiten sozusagen zulassen, dass sie Strom produzieren. Ja, dass von beiden Seiten, selbst wenn ein bisschen Rücklicht, genau, von der anderen Seite oder diffuses Licht von der anderen Seite kommt, dass, genau, dann trotzdem dort auch noch Strom produziert wird. Und ich glaube, die sind sogar auch 25% effektiver als normale Module, ne? Weil, ja, sie einfach, ne? Also es ist, weil sie das beides haben. Ja, kann man so sagen, genau. Es ist so, dass diese bifazialen Modulen generell die höheren Wirkungsgrad haben. Ja. Ne? Es sind halt die höherwertigen Module. Bifazial reicht uns schon sozusagen nicht, ne? Weil bifazial ist jetzt langsam sogar schon Marktstandard. Der Standard liegt dann aber bei einer Rückseiteneffizienz von vielleicht 60-70%. Ne? Okay. Und das ist halt, wenn du es Ost-West ausrichtest, geht die Hälfte der Strahlung auf die Vorderseite, die andere Hälfte auf die Rückseite. Mhm. Das heißt, du lässt dann 15-20% liegen. Ja. Und wir nutzen eigentlich da die aktuellsten Zelltechnologien. Dieses hier ist eine Topcon-Zelle, N-Type. Die liegt bei Mitte 80 an der Rückseite und wir verbauen jetzt aber auch schon Heterojunction, die sogar über 90 sind. Und das ist jetzt so das, was wirklich im großen Stil jetzt kommt, gerade, mhm, als Modultechnologie. Mhm. Ne? Also, was sind das für Zellen dann? Monokristalline? Die sind monokristallin. Die neuen sind Heterojunction, die sind monokristallin und haben darüber noch eine Dünnschicht. Das ist so jetzt der letzte Schrei, der jetzt ja auch, wo jetzt ja auch, das ist ja das Schöne, wirklich signifikante Produktionskapazität in Deutschland wieder, also in Deutschland und Europa aufgebaut werden. Also, ne, mit Meyer Burger. Meyer Burger. Habe ich schon angefragt, lasst ein Abo da, da werden wir wahrscheinlich auch noch vorbeifahren und uns das, die Fertigung machen. Dann grüßt mir den Günther Erfurt bitte gerne. Ja, alles klar. Also wir wollen noch zu Aleo, wir wollen noch zu Meyer Burger, da wollen wir überall noch hinfahren. Genau. Ja. Also das heißt, das sind dann auch spezielle Hochleistungszellen, die ihr da rein. Genau, genau. Krass. Okay, und darf ich mal fragen, was kostet so ein Zaun, wenn ich den jetzt bauen will? Also so Agri-PV. Die Agri-PV-Anlage liegt ein bisschen über der konventionellen Anlage, ne? Je nach Größenordnung. Ich sage jetzt mal, bei, wenn wir so im Bereich 3 bis 5 Megawatt sind, dann würde ich jetzt mal so um die 700 Euro für eine schlüsselfertige Anlage pro Kilowatt-Peak sozusagen ansetzen. Plus, minus. Ne? Da hängen ja immer viele Komponenten dran, was jetzt, wie lang ist, wie weit ist die Netzanbindung entfernt, ne? Muss ich eine lange Kabeltrasse machen und so weiter. Ne? Aber wir liegen grob, würde ich mal sagen, 5-10% teurer als eine konventionelle Anlage, weil wir eben die hochwertigeren Module verbauen, weil wir auch ein bisschen mehr Stahl brauchen. Ne? Man sieht, dass das relativ robust ausgeprägt ist hier. Ja, wir gucken uns das jetzt mal ein bisschen von der Nähe an, weil ich möchte das nämlich jetzt mal sehen hier, wie das genau aussieht.
Ach krass, okay. Genau, ne? Also wir haben hier halt hier, wie gesagt, eine sehr, man sieht es schon hier unten an der Stahlstärke, das ist halt schon relativ robust. Ganz einfach, weil hier halt, das muss ja an einem starken Winddruck standhalten. Ne? Und wir wollen es ja seitlich nicht abstützen, weil wir den Raum dazwischen landwirtschaftlich nutzen wollen. Ja. Ne? Und das ist wirklich dann schon sehr solide. Das wird aber im Feld, wenn das, da sind das ja ganz viele Reihen hintereinander, da können wir dann die Dimensionierung verkleinern, sodass wir dann halt nicht mehr ganz so viel Stahl brauchen. Ne? Aber an sich, gerade so die Außenbereiche, die müssen schon sehr solide sein, um halt den Winddruck aufzufangen. Ne? Und in Kombination, wie gesagt, sind wir so um die, ich sag jetzt mal ungefähr 10%, würde ich sagen, teurer. Wir haben aber auch den Vorteil, dass wir zum einen je nach Standort durchaus auch eine höhere Gesamtertrag haben am Strom und wir produzieren den wertvolleren Strom. Ne? Denn dieser Strom, der wird morgens und abends produziert und das sieht man jetzt an der Börse inzwischen schon. Wir haben mittags immer die große PV-Schwemme im Sommer, wo die Preise runtergehen, wo die Preise teilweise sogar ins Negative gehen, wo du noch Geld drauflegst, wenn du Strom lieferst. Und das ist aber nicht in den Randzeiten so. Ne? Und wir produzieren Strom in den Randzeiten, da wo er gebraucht wird. Genau, ne? Da wo du ihn brauchst, also morgens und abends. Genau. Ne? Und in Kombination ergibt sich halt, ja, also wir sehen schon, dass wir mit dem System halt auch die Verfügbarkeit von PV-Strom über den Tag wirklich verstetigen können. Ne? Und damit sozusagen jetzt die Energiewende auch einfach einen gewissen Flaschenhals ein Stück entlasten können. Ne? Weil das Thema Speicher wird, gerade wenn wir jetzt mehr konventionelle Kraftwerke rausnehmen, gerade die Gaskraftwerke sind ja die häufig dann sozusagen die Spitzenlasten abfangen, wenn wir die wirklich rausnehmen wollen, dann müssen wir halt die Erneuerbaren verstetigen. Da wird natürlich Speicher immer eine Rolle spielen, aber Speicher kostet Geld. Ne? Und direkt zu produzieren in Zeiten, zu verbrauchen ist eigentlich das ist natürlich das Optimale. Ne? Ja, und cool. Da können wir halt einfach ein Stück beitragen, den Konflikt zu entschärfen und damit ein bisschen mehr Erneuerbare möglich machen sozusagen. Cool. Ja. Und gibt es da irgendwie ein Limit, wie weit die auseinanderstehen sollen, ja. Sollten, dürfen? Genau. Welche Sachen kann man anbauen, die dann auch ein bisschen Schatten abkönnen oder muss man Platz lassen? Genau, also wir haben sozusagen wir bauen typischerweise um die 10 Meter, ne? Das geht aber von 8 bis 12, würde ich mal sagen, ja. Mit diesem zweireihigen System. Weil da muss ja so ein Trecker oder so ein Schlepper, so ein Mähdrescher, die müssen ja irgendwie durchfahren können. Genau. Die sind heute meistens ja GPS gesteuert, sodass das schon extrem präzise geht. Ja. Aber ein bisschen Platz brauchen die natürlich schon. Und da, wie gesagt, wir haben jetzt 10 Meter gemacht, dann kann man mit 9 Meter gut bearbeiten. Okay. Da können wir uns aber auch nach der landwirtschaftlichen Nutzung ein bisschen richten. Ne? Je nachdem, was dort... Was der Bauer auch anbaut. Ja, genau. Ne? Okay. Und bei den Kulturen müssen wir natürlich gucken, dass wir nichts anbauen, was jetzt sozusagen die Module überwuchert. Also Mais macht keinen Sinn, ne? Das ist klar, aber wir können verschiedene Sorten von Getreide... Wie ist das dann? Ist auch nicht so gut getan. Ja, also wie ist das dann vom Dreck? Also bei Solarmodulen ist ja immer, man braucht so ein bisschen Gefälle, damit der Regen das ein bisschen sauber macht. Hier ist ja super Gefälle, sage ich mal. Das heißt, die werden kaum dreckig oder wenn sie dreckig werden, dann spült der Regen das wieder genau, ab, oder? Genau. Wir haben einen sehr guten Selbstreinigungseffekt. Wir haben eigentlich mit Reinigung kein Thema. Ne? Ja. Jetzt müssen wir, genau. Ne? Das kann ich auch an jeder Autobahn bauen, wenn ich das dann, oder? Ja, bitte. Gerne. Hey, Leute, ja, ohne Scheiß. Ja? Kann ich doch machen. Ich kann es an Autobahnen bauen, ich kann es aufs Felder bauen, ich kann es überall hinbauen. Parkplätze. Überall. Yeah. Wie geil ist das denn? Yeah. Was kostet so ein Zaun, hast du schon gesagt? 10, 15%, 20% mehr als ein Solaranlage. Mehr ist es nicht, genau. Aber ich kann ja die Fläche noch nutzen, weil das ist ja auch hier auf dem Kanal ganz oft. Oh, nee, jetzt macht ihr Freiflächenanlage, mega Mist und so. Und ich habe mit Professor Quaschny mal telefoniert und da haben wir uns auch über Agri-PV unterhalten. Ja, ja, ja. Und da meinte er auch so, naja, also mit Agri-PV, wenn du da alle Felder einfach voll knallst, da brauchst du nur ein paar Prozent von der landwirtschaftlichen Fläche eigentlich genau. Die Felder mit Agri-PV machen, dann hast du so viel Strom, Felix, ja, da brauchst du eigentlich, da hast du noch ein Löcher für Wasserstoff und Co. Das wäre doch eigentlich, das ist absolut. Hammer. Also wir haben, Volker Quaschning habe ich auch mal getroffen, haben wir beide den Deutschen Solarpreis bekommen. Ach, also wir als Next to Sun und Volker für seine Aufklärungsarbeit, die er macht. Da haben wir auch kurz darüber gesprochen. Ich kenne eine interessante Studie von Fraunhofer. Die haben das in der Tat mal einen interessanten Aspekt ausgerechnet. Wir haben im Moment 2,3 Millionen Hektar Energiepflanzen im Feld. Ne? Das heißt, da werden nur Energiepflanzen, die im Moment in die Biogasanlage wandern, gemacht. Oder angebaut. Die schaffen ungefähr 2% ungefähr des Stromertrags in Deutschland. Wenn wir die Flächen komplett mit so einem System verbauen würden, würden wir den Gesamtstrombedarf in Deutschland decken
Und wir hätten die Flächen wieder für die Nahrungsmittelproduktion frei. Ne? Leute, habt ihr das gerade gehört? Absoluter Hammer. Absoluter ja. Hammer. Leute, schreibt es mal gerne in die Kommentare, weil das ist die Zukunft, Freunde. Und das funktioniert schon. Es ist ja schon da. Es ist ja, ihr seid ja auch nicht die einzige Firma, die jetzt das Ding hier gebaut hat, sag ich mal. Oder seid also einer der ersten. Aber es gibt auch andere, die solche Zäune bauen oder solche ja, also dieses ADPV-Konzept, das haben wir schon entwickelt und auch patentiert. Aber wir sind nicht die Einzigen, die damit bauen. Das kann jeder Projektentwickler, kann von uns das System kaufen, kriegt von uns auch den Engineering-Support, den er braucht. Und ja, damit kann jeder bauen. Das da ist sind kein Problem. Wir sind ja auch hier bei der Firma EMT Quadrat, genau, ne, die genau. sozusagen eine Firma sind oder einer der Installateure in Deutschland sind, die mit euch dann zusammen genau, bauen. Genau, ne, EMT hier oben in Niedersachsen ist einer unserer Partner, die halt sowohl auch in diesem Agri-PV-Segment Projektentwicklung machen, hier oben mit uns Pionierarbeit leisten sozusagen. Aber wenn wir alle Felder vollkriegen, dann brauchen wir halt diese ganze Diskussion mit, boah, das sieht auf dem Dach so hässlich aus und Denkmalschutz mit den Dächern. Ja, also und, wir brauchen nicht alle Felder voll. Also wir sind im ganz, ganz niedrigen, einstelligen Prozentbereich der Flächen, die wir bräuchten, um den gesamten Energiebedarf, da rede ich jetzt über Energie, nicht über Strom, ne? Ja, sondern den gesamten Energiebedarf, Unterschied. Auch für den ganzen Transportsektor und alles, wenn wir den decken wollen mit Photovoltaik und Windkraft, da sind wir im Bereich von ganz, ganz niedrigen, einstelligen Prozentwerten, wo die wir an Flächen benötigen. Wahnsinn. Und wie gesagt, sie bleiben halt bei Agri-PV weiterhin nutzbar. Nutzbar, geil. Wie lange dauert das, wenn ich so ein Feld hier vollbauen will mit so einer Agri-PV-Anlage und ich habe jetzt mich entschieden, ich bin Landwirt, ne? Ich sage hier, ich will da mal zwei Felder voll machen, irgendwie weiß ich nicht, ein halbes Hektar oder zwei Hektar oder so, ja, ja. Von der Planung bis zur Realisation, was ist so die Zeit? Das ist in der Tat der lange Prozess sozusagen, ja. Ne? Diese ganze Genehmigungsverfahren, also da ist man schon häufig bei 1 bis 2 Jahren. Brauche ich eine Baugenehmigung dafür? Genau, genau, okay. Ne? Das sind so viele Sachen, wo auch, sage ich mal, die heutige Gesetzgebung Agri-PV noch nicht kennt. Ne? Die Gesetzgebung ist 20 Jahre alt, da hat noch niemand drüber nachgedacht. Inzwischen ist das ein Thema. Ne? Es gibt jetzt nächstes Jahr eine erste Ausschreibung für Agri-Photovoltaik. Und es gibt auch jetzt erste Regelungen, deswegen ist ein Grund, warum wir auch heute hier in Niedersachsen sind. Ich habe heute auch hier einen Termin mit Olaf Lies gehabt, dem Umweltminister hier, die da extrem offen sind und extrem gut voranmachen. Niedersachsen setzt da gerade den Standard, muss man sagen. Mit dem will ich übrigens auch noch ein Interview machen. Die haben wir schon verabredet. Sehr schön. ne? Also die Niedersachsen hat jetzt schon Sonderregelungen für Agri-PV in der Vorbereitung, damit Agri-PV im Gegensatz zu konventionellen PV auch auf die landwirtschaftlichen Flächen darf, ne? Was natürlich sehr viel Sinn macht. Agri-PV gehört auf die landwirtschaftlichen Flächen. Ja. Und die bereiten auch die Öffnungsklausel vor, ne? Dass man auch eine EEG-Förderung zumindest für benachteiligte landwirtschaftliche Flächen bekommt. Das ist das, was das EEG heute hergibt, auch da. Ne? Und da gehen die gut voran. So Leute, wir sind jetzt nochmal eben kurz auf die andere Seite von dem Modul gegangen. Sascha, ihr habt ja hier so bestimmte Boxen, die man hier so sehen kann. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass diese Verkabelung von den Dingern gar nicht so einfach ist. Ich sehe jetzt hier sind auch blaue, so ein bisschen blauere Module also oder die Zellen. Genau, ne? Die Farbe ist jetzt hier ein bisschen unterschiedlich zur Vorderseite. Das liegt einfach an den Zellen, die verwendet sind. Da können wir auch andere verwenden, die gleiche Farbe haben. Der Aufbau von so einem Ding ist wirklich einfach, ne? Weil man kann euch vorstellen, wir haben einfach hier diesen Riegel, da kommen die Modulhalter rein und dann kommt der andere Riegel drüber und dann stellst du einfach das Modul rein, schiebst von oben die nächsten Modulhalter rein und dann sitzt das untere Modul. Ne? Und da kannst du dann das nächste reinkippen, fertig. Ne? Und das ist auch rahmenlos. Genau, oder? Die sind rahmenlos, die werden nur von unseren Modulhaltern gehalten. Und ihr seht, dass wir hier die Solarzellen halt mit den Junction-Boxen an der Seite haben, sodass wir auch die Kabel im Prinzip komplett verschwinden. Ne? Wir sehen, dass die sozusagen direkt in den Pfosten reingeführt werden. Und die laufen dann hier in dem mittleren Riegel entlang, ne? Also auf gut knapp 2 Meter Höhe, da habe ich da gar keinen Stress damit. Da sind die einfach verschwunden. Ja, ne? Also das heißt, die sind dann auch hier die sind dann festgezogen, sind nicht schwimmend verlegt oder können die sich
Weil ein bisschen denen, die sich dann... Also sie könnten sich bewegen, aber das ist nicht signifikant. Ne? Okay, weil das habe ich ja das Problem bei Rahmenmodulen, wenn ich die fest verklemme, dass dann vielleicht Mikrorisse entstehen können. Das ist dann hier aber kein Problem in dem Sinne. Also bei uns ist so, wir arbeiten vor allem mit Rahmenlosen, weil der Rahmen an der Rückseite auch Verschattung produzieren würde. Ja. Ne? Deswegen sozusagen dieses schlanke Gestellsystem. Ne? Man sieht auch, das hier ist sozusagen, wenn ich das aufbaue, lasse ich die laufen so ein bisschen spitz zu. Ne, das mache ich dann sozusagen nach Süden, damit einfach ich eine minimale Verschattung habe von den Pfosten auf die Module. Da steckt schon einiges an Engineering drin, was man vielleicht auf den ersten Blick auch nicht sieht. Ja? Und das ist auch immer so ein bisschen höhenversetzt, weil ihr immer das Gestell so ein bisschen anpasst. Also von Modul zu Modul ist das immer so ein bisschen... Wir haben das hier jetzt so gelöst. Das ist die einfachste Variante. Ja. Wir können auch mit gekröpften Riegeln arbeiten, sodass sie in einer Linie sind. Ist aber von der Montage her einfacher und effizienter. Ne? Also von der Montage einfacher, aber wenn jetzt jemand unbedingt eine gerade Optik haben will, wenn man richtig schön, wenn man so zum Beispiel ums Eigenheim oder so, da haben wir eh noch ein anderes Produkt, aber ja, den da Zaun, ne, den Solarzaun, und den gucken wir uns auch in einem extra Video an. Packe ich euch natürlich wieder in die Videobeschreibung und verlinke euch den hier oben. Ja. Und dann gehen wir da mal hin und gucken uns den Zaun auch noch mal an gleich. Alles klar. Top. Wie lange dauert der Aufbau? Ungefähr 2 Jahre. Der reine Bau stellen, würde ich mal sagen, je nachdem, wie viele Bautrupps man hat, aber so ein Bautrupp typischerweise baut 500 kW pro Woche, okay, würde ich sagen. Ne? Brauche ich denn da extra Fundamente? Also in der Freifläche rammst du die Dinger einfach. Ja. Das sind Stahlprofile, die werden einfach in den Boden gehämmert und dann wird das Gestell aufgebaut. Ne? Da kommen dann erst die Pfosten dran. Und dann Riegel, Modulriegel, ne? Das ist alles sehr schnell und effizient gebaut. Ja. Richtig cool. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch irgendwann eine riesige Maschine hat, die einfach übers Feld fährt und dann so wumm, wumm, die Bilder da reinhaut und dann musst du nur die Module da ranknallen. Also ganz so funktioniert es noch nicht, es geht also GPS gesteuert, die fahren in der Tat runter, hämmern die Rampfpfähle rein, dann kommt ein Trupp, der schnell die Pfosten dranhängt und es ist alles da gibt es sehr, sehr eingeübte Prozesse und die sind wirklich schön. Wenn ich das jetzt kaufen will, wo kriege ich das denn? Du hast also, ja meine Nummer. Ne? Ja, genau. Also soll ich dich einfach anschreiben oder ihr schreibt mich einfach an? Genau. Und auf Next to Sun oder über unsere Kontaktdaten. Ja, packe ich euch einen Link in die Videobeschreibung. Wo kann so ein Zaun werden? Naja, also diese großen Freiflächenanlagen, wie gesagt, diese liegt jetzt bei knapp 3 Meter. Hier liegt er jetzt durch den Versatz ein bisschen niedriger, aber normalerweise haben wir gute 3 Meter Höhe. Wir können uns vorstellen sogar, wenn es um richtig große Flächen geht, auch noch eine Modulreihe draufzusetzen. Einfach damit man stattdessen dann nicht vielleicht 12 Meter Breite dazwischen hat, sondern vielleicht 18 bis 20. Ne, dann kriege ich die gleiche Leistung auf die Fläche und habe aber Arbeitsbreiten von 18, 19 Meter ermöglicht. Ne, das ist so das, also ich war vor 2 Jahren auf der Agritechnica, das ist so das, was man an Arbeitsbreiten maximal sieht. Ne, die größten Mähdrescher, die größten Grober und so, die liegen in dem Bereich bis 20 Meter, würde ich sagen. Ne, so dass man dann mit so einem 20 Meter mit so einer Installation die 20 Meter Zwischenraum hat. Ja, wirklich richtig wirtschaften kann. Ne? Und du bist ja viel dann auch mit den Landwirten in Kontakt. Jetzt war ich mal auf einer Agritechnica vor ein paar Jahren. Da gab es die ersten Schlepper auch schon elektrisch. Aber manche Landwirte haben mir erzählt, so vollkommen bescheuert, als ich denen das erzählt habe. Mittlerweile kommt das auch. Ne? Also den Strom kann ich dann auch. Das sind ja riesige Batterien, die Dinger haben. Weil die haben dann viel Leistung, haben viel Gewicht, was sie auch oftmals brauchen. Kann ich ja den Strom auch nehmen, um meine Schlepper dann und Traktoren und was auch zu nutzen oder voll zu laden. Das ist doch der Hammer. Ja, klar. Da schließt sich der Kreis, sag ich mal. Ja, absolut. Hey, Leute, ich feiere das nur. Ne? Ich merke das, weil Leute, wir müssen nur die Dinger hier hinbauen und dann haben wir genug Strom, um alles zu machen, noch und nöcher. Also einfach nur richtig genial. Ja. Sascha, ich sage ganz herzlichen Dank, dass du uns hier diesen Agri-PV-Zaun gezeigt hast. Gerne. Ich habe bestimmt ein paar Sachen vergessen, die euch noch einfallen. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann werden wir einfach nochmal ein Video machen. Fände ich richtig cool. Gerne. Und ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Unterstützt mich gerne mit dem Abo hier, um die Erneuerbaren ein bisschen nach vorne zu bringen. Oder auch gerne bei PayPal könnt ihr mich unterstützen bei der Aktion, wo wir halt bei Konkraftwerke verschenken, weil jeder PayPal-Euro, der hier ankommt, der wird wieder verschenkt. Ja, und in diesem Sinne, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sage danke, Sascha, dass du uns hier deine Zeit geschenkt hast. Ich danke dir. Ich danke euch. Bis zum nächsten Video. Ne? Ciao. Danke dir.